Ja, sehr geehrte Präsidentin, geehrte Abgeordnete, als gelernter Kaufmann im Einzelhandel liegt mir das Stoppen des Innenstadtsterbens und die Stärkung der Ortskerne quasi von Hause aus am Herzen, denn ich weiß, wie wichtig die Innenstädte für die Gesellschaft sind, als Orte der Begegnung, Orte der Gemeinschaft. Schöne, pulsierende und sichere Ortskerne sind ein unersetzlicher Teil unserer hohen Lebensqualität, weshalb die aktuelle Debatte an sich begrüßenswert ist. Doch liest man genau, worauf Sie hinaus wollen, da hat der Vorredner doch schon einiges auch dazu gesagt, mit Ihrer Mobilitätswende, da bekommt man das kalte Grauen, wenn man sich das genau anschaut. Was fordern Sie denn mit Ihrer sogenannten Mobilitätswende? Jedes zweite Auto soll klimaneutral fahren, kann man bei Ihrer Homepage lesen. Und damit meinen Sie hauptsächlich batteriebetriebene Elektroautos. Was bedeutet das jetzt? Es wurde schon erwähnt, fast 7 Millionen Autos gibt es bei uns in Baden-Württemberg. Das ist übrigens seit 2012 ein Zuwachs von 1 Million Pkw. Der Bedarf und die Nachfrage, die sind unverändert hoch. Und der Anteil, jetzt kommt's, der Elektroautos, der macht gerade einmal 1,5% aus. Von 7 Millionen Autos in Baden-Württemberg, 106.000 Elektroautos in 2022. Sie fordern damit 4,4 Millionen mehr Elektroautos. Und da frage ich Sie, wer soll sich diese Masse an Elektroautos denn leisten können? Ist es die Rentnerin, die Sie mit Ihrer fahrlässigen Inflation und Rentenpolitik in die Armut getrieben haben? Oder ist vielleicht der Arbeitslose, der wegen Ihrer Mobilitätswende seinen Arbeitsplatz in der Automobilindustrie verloren hat? Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Niemand außer Ihrer linksgrünen Bonzen wird diese Autos kaufen. Es werden auch garantiert niemals 4 Millionen Elektroautos in Baden-Württemberg auf den Straßen fahren. Das ist die Wahrheit. Und selbst wenn Sie das hinbekommen würden, nehmen wir es mal an, woher soll denn eigentlich der Strom für diese Masse an Autos kommen? Das frage ich mich. Wie wollen Sie gewährleisten, dass die Netze nicht völlig überlastet werden, wenn nur ein kleiner Teil dieser Millionen Elektroautos gleichzeitig tanken muss? Nichts dieser Fragen ist geklärt. Blicke Sie endlich der Realität ins offene Auge. Ihre Mobilitätswende ist eine Demobilisierungswende ins Nichts. Sie ist nicht durchdacht, sie ist irrational, sie ist ein Schuss in den Ofen. Und sie grenzt auch eher, das muss ich schon sagen, an Betrug, denn das ist Etikettenschwindel, was Sie betreiben. Elektroautos sind nicht emissionsneutral, wie Sie das immer wieder behaupten. Oder woher kommt denn der Strom fürs Elektroauto? Aus unserem Strommix, der auch Kohlestrom und Atomenergie umfasst, eben nicht, wie Sie das immer wieder vollmundig behaupten, aus erneuerbaren Energien. Das ist falsch. Und auch der ehemalige Chef des IFO-Instituts, Professor Hans-Werner Sinn, hat es ausgerechnet, das Elektroauto stößt in der Gesamtbilanz um 11-28% mehr Emissionen aus als der Diesel, den Sie abschaffen wollen, wenn man Herstellung der Batterien und den Strommix eben mit berücksichtigt, was Sie und die EU immer wieder nicht tun. Und Sie und die Bürokraten der Europäischen Union, Sie gaukeln den Bürgern weiter vor, diese Autos seien emissionsneutral und sauber. Das ist ein einziger Schwindel. Und kommen Sie mir jetzt nicht, ich habe es heute noch gar nicht gehört, ich bin ja ganz dankbar, kommen Sie mir nicht mit Wasserstoff, E-Fuels, das hätte ich heute jetzt eigentlich erwartet, dass das auch noch kommt. Das ist bisher nicht einmal im Ansatz massentauglich oder ökonomisch plausibel, geschweige denn die ungeklärte Frage, das haben wir auch schon manchmal diskutiert hier, woher denn zum Beispiel diese Riesenmassen an Wasserstoff kommen sollen. Leitungen aus Nordafrika, kann ich Ihnen noch mal sagen, in Europa, das ist physikalisch nicht möglich. Aber mir ist klar, es ist eigentlich egal, mit wie vielen Fakten wir von der AfD kommen. Ich rede hier gegen eine linksgrüne Wand. Ihnen sind doch diese Fakten völlig egal, das hört man jetzt auch in den Zwischenrufen. Wenn die Erde um die Sonne kreist und wenn der grüne Parteitag beschließen sollte, dass die Sonne um die Erde kreist, dann würde sie auch daran glauben und diesen Schwachsinn mit voller Inbrunst unters Volk bringen.
Ihre Mobilitätswende ist toxisch für die Innenstädte, reine Klientelpolitik für große Städte, Studenten und die kleineren und mittleren Städte, die leiden unter Ihrem ÖPNV-Fetisch. Ich habe es jetzt vermisst, der Kollege Bückner ist ja auch aus meinem Wahlkreis Schwäbisch Gmünd. Da hätte er eigentlich was ganz anderes ansprechen sollen. Da gibt es ein konkretes Beispiel, wo die Mobilitätswende die Innenstadt zerstört. Jetzt kläre ich Sie heute auf, der Schwäbisch Gmünder Gemeinderat. Dort folgt nämlich Ihrem Kampf gegen das Auto. Man hat die vordere Schmidgasse, eine zentrale Straße für Pkw-Verkehr in der Innenstadt für Autos gesperrt. Das fordert sich ja immer. Immer weniger Autos in die Innenstadt, das ist ganz toll. Und die Folgen waren absehbar. Die angrenzenden Geschäftsleute klagen über spürbare, dauerhafte Umsatzeinbußen. Die Innenstadt ist durch das Anti-Auto-Projekt keinen Deut besser oder lebenswerter geworden. Wie das übrigens Oberbürgermeister und Gemeinderat behauptet haben. Jetzt nach 2 Jahren ist das Projekt gescheitert und viele wünschen sich die alte Straßenführung zurück, bei welcher die Autos frei durchfahren konnten. Und das sagt nicht nur die AfD, sondern unisono alle angrenzenden Geschäftsleute, wie eine Recherche der Regionalzeitung, Sie müssen es kennen, Herr Bückner, der Gmünder Tagespost, beweist. Da musste sogar die Bäckerei Stemke Personal entlassen, wegen Ihrer Mobilitätswende, dürfen Sie genau zuhören, Personal entlassen, weil die Umsatzbußen so extrem waren. Über 2/3 der Kunden kommen mit dem Auto und die Schließung stand sogar im Raum von diesem Geschäft. Es wurde angedeutet, wenn es so weitergeht, können Sie nachlesen, müssen wir eventuell schließen. Das ist Ihr Ergebnis. Und es ist nicht das einzige Geschäft, das darunter leidet, unter Ihrer unsozialen Politik aus dem Elfenbeinturm, angewandte Altparteienpolitik, hier der Horrorbericht aus der Realität. Die Praxisbeispiele zeigen, dass Ihre Mobilitätswende eben pures Gift für die Innenstädte ist. Statt Ihren Mobilitätswende-Murks jetzt heute als Hilfe gegen das Innenstadtsterben darzustellen, wie Sie es mit dieser aktuellen Debatte ja tun, was es eben nicht ist, da sollte Sie sich endlich um die echten Probleme des Innenstadtsterbens kümmern. Dazu muss man den Blick weiten und alle Faktoren beleuchten, auch diejenigen, die Sie hartnäckig ignorieren und immer wieder tabuisieren. Fakt bleibt, wer aus dem ländlichen Raum und dem Umland kommt, der ist auf das Auto angewiesen. Wir brauchen mehr kostenlose Parkplätze in den Städten. Dazu muss auch die Landespolitik die Kommunen ermutigen. Sie können sich ja nicht immer rausziehen und sagen, es ist eh Sache der Kommunen. Nein, Sie können das auch ermutigen. So wie Sie aktuell leider ermutigen, dass die Gemeinden eben Straßen sperren in der Innenstadt, was absoluter Schwachsinn ist. Die unselige CO2-Steuer, die laut einer Studie der Verbraucherzentrale, ich zitiere immer gerne, Geringverdiener über Gebühr belastet, auch diese muss weg. Und eine Aussetzung, wie Sie es wahrscheinlich ansprechen, die derzeit stattfindet, die reicht eben nicht aus, damit Mobilität bezahlbar bleibt und die Innenstädte wieder attraktiv werden. Und nach der Mobilität bleibt, und das ist jetzt das Thema, was Sie nicht hören möchten, die innere Sicherheit der zentrale Faktor für den Besuch der Innenstädte. Besonders, man hört es, man will es nicht hören, besonders für Frauen ist die Fahrt mit dem ÖPNV mittlerweile einen Graus. Nach einer Insta-Umfrage gab jede zweite Frau an, ich finde, es ist schon beachtlich, 54% gaben an, sich in Bus und Bahn unsicher zu fühlen. Ja, und woher kommt es denn? Und es betrifft übrigens nicht nur die Frauen, kein Mensch steigt gerne in einen Bus oder einen Zug ein, wenn er von vornherein von Ihnen, von Ihrem geduldeten kriminellen Klientel belästigt oder gar bedroht wird. Da würde ich auch nicht einsteigen, das kann ich Ihnen sagen. Und ich weiß, es tut weh, das hören wir jetzt an Ihren Zwischenrufen, wenn es gegen Ihre ideologische Agenda läuft. Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Rupp hat das Wort, danke. Aber als AfD sind wir eben die Einzigen, die das Problem Überfremdung als Innenstadtkiller eben ansprechen. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie es auch mal ansprechen, dann würdest du nämlich nicht nur eingleisig fahren. Wenn sogar Touristen, das darf sich auch mal anhören, wenn Touristen sich mittlerweile in vielen deutschen Städten fragen, ob sie jetzt nach Deutschland gereist sind oder sich im Orient befinden, weil man keine deutschen Läden mehr findet oder geschweige den Deutschen mehr sieht oder hört, dann führt die Überfremdung, das sagen die Touristen, die chinesischen Touristen, können Sie mit ihnen sprechen? Dann führt die Überfremdung eben nicht zu mehr Kriminalität und Unwohlsein, dann führt die eben zu mehr Kriminalität und Unwohlsein und das nicht nur, sondern auch zu einem klaren Verlust an Identität, Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dieses Problem muss adressiert werden und darf nicht tabuisiert werden. Nehmen wir uns Dänemark zum Vorbild, da regiert doch Ihre Freunde. Dort wurden Gesetze und Maßnahmen verabschiedet, die sollten wir hier auch einführen.
Da wurde gesagt, in bestimmten Bezirken, wo der Ausländeranteil so hoch ist, das muss man zurückschrauben. Wir brauchen 30% Obergrenze, damit es auch für alle wieder ein besseres Zusammenleben ist und stattfinden kann. Das wäre doch mal super, wenn wir sowas einführen. Da sollen Sie sich mal an Ihren Kollegen in Dänemark orientieren. Ich komme zum Schluss. Um die Innenstädte wirklich zu retten, da brauchen wir vor allem eines: klare Kante gegen illegale Migration, gegen Kriminelle, gegen Parkplatzabzocke in den Städten und besonders klare Kante gegen die kleine, aber laute Minderheit, die hier ruft, der Autoabschaffer. Da machen wir klare Kante dagegen. Ja.